Hallo, das heutige Video hat zwei Teile. Der erste Teil dreht sich um die Vorstellung von vier neuen Röhren in meiner Sammlung und im zweiten Teil geht es um die Frage, wie erkenne ich in einer Triode die Stiftbelegung. Das ist besonders wichtig bei unbekannten Röhren bzw. Röhren, deren Beschriftung komplett verwischt ist. Wie gesagt, heute geht es zum ersten Teil um vier Röhren, zum einen um die LD9. Eine Dezimeter-Sendetriode der ehemaligen deutschen Wehrmacht, kurz vor Kriegsende entwickelt, um die D431 von KDE, eine Zweifach-Leistungstriode, entwickelt wohl Anfang der 30er, um die Marconi Q, eine Detektorröhre entwickelt Ende der 1910er Jahre und um eine Demonstrationsröhre unbekannter Herkunft und unbekannter Funktion. So kommen wir mal zur Vorstellung der Röhren. Wir fangen an mit der LD9. Die LD9 ist eine keramische Sendetriode der ehemaligen deutschen Wehrmacht und zwar eingesetzt für den Dezimeterbereich. Das Datenblatt, das übrigens in der Videobeschreibung verlinkt ist, wie alle Bilder von allen vier Röhren, die ich jetzt vorstelle, ist datiert auf März 1944 als vorläufiges Datenblatt. Das heißt, diese Röhre wird wohl nicht mehr kriegsentscheidend gewesen sein. Auch die Beschriftung ist sehr provisorisch mit Elektronenschreiber. Was den Schluss nahelegt, dass es wahrscheinlich nur Vorserien gab. Also wie weit die Röhre schon in der Serie gebaut wurde, weiß ich nicht. Aber der Aufbau ist typisch für die damaligen keramischen Sendetrioden. Der Kühlkörper ist auch die Anode. Die Anode wird per Schraubgewinde mit der Elektronik verbunden und dient gleichzeitig als Kühlkörper. Die Röhre ist angewiesen auf einen konstanten Luftfluss. Die Röhre selbst hat nur drei Kontakte. Sie ist halb indirekt geheizt, das heißt, dass der Heizfaden röhrenintern auch mit der Kathode verbunden ist. Also hier ist Heizung und Kathode, der andere Pol der Heizung und das hier ist das Steuergitter. Die zweite Röhre ist etwas interessanter. Es ist eine Zweifachtriode von KDE, entwickelt Ende der 1920er Jahre, Anfang der 1930er Jahre. Es gibt leider nur sehr wenig Informationen über diese Röhre. Sie hat eine Heizspannung von 4 Volt bei 200 mA Heizstrom. Ist direkt geheizt. Es gibt nur sehr wenig Informationen. Das ist eine Detailansicht des Systems. Man sieht das Steuergitter und die Anoden. Das ist der Pumpstutzen. Die Kontakte sind punktgeschweißt, wie bei allen Röhren in dieser Zeit. Man sieht die Getterpfanne.
Und das Interessante ist, KTE hat wieder einen Ego-Trip-Sockel benutzt. Also nicht den sechspoligen Europa-Sockel, sondern eine eigene Sockelvariante. Datenblatt habe ich leider keins gefunden. Das ist die obere Klimahalterung, die das System zusammenhält. Wie immer ist es immer ein Problem mit der Beleuchtung, weil gerade bei Röhren, egal wo die Lampe steht, sie blendet. Die dritte Röhre ist eine Röhre aus Ende der 1910er Jahre. Es ist eine Kuh von Marconi. Diese Röhre ist als Detektor ausgelegt. Sie ist auch direkt geheizt. Das Steuergitter ist etwas schwierig zu filmen. Die Beschriftung ist leider nicht ganz verwischt, aber fast unleserlich. Im Gegenlicht kann man auch ganz knapp lesen Marconi und Q. Das ist der Pumpstutzen. So, als letztes kommt noch ein interessanter Teil, nämlich eine Demonstrationsröhre. Die Röhre selbst ist unbekannt. Auch was demonstriert werden soll, ist unbekannt. Ich habe schon geprüft, ob eventuell der Streichholzkopf in der Mitte der Röhre unter Umständen radioaktiv ist. Aber da ist, wie gesagt, ist nichts zu messen. Also die Strahlung ist auf dem Umgebungslevel von Süddeutschland ungefähr 200 Mikrosievert pro Stunde. Das heißt natürlich, ich kann jetzt nur durch den Glaskolben Beta- und Gammastrahlung messen. Alpha kann ich natürlich nicht messen. Insofern weiß ich nicht, was eventuell in der Beschichtung drin ist. In der Röhre gibt es eine Drahtwicklung. Ob es ein Heizer ist, kann ich nicht sagen. Und zwar der Widerstand der Drahtwicklung hat 5 Ohm. Versuche mal das Innenleben
besser darzustellen ohne die Beleuchtung. Ob es eventuell auch ein Temperatursensor ist, also ein Thermosensor, ich weiß es nicht. Es gibt absolut keinen Hinweis auf Hersteller- oder Typenbezeichnung. Interessant ist, in der Durchführung der Röhre gibt es ein kleines Loch. Das ist jetzt in der Mitte vom Bild zu sehen. Dieses Loch bildet eine Verbindung zur oberen Kammer, wo auch der Pumpstutzen ist. Und dort ist noch eine weitere Elektrode. Ich kann die Röhre drehen, wie ich will. Ich hab Licht. Vom Produktionszeitraum hätte ich jetzt mal gesagt 40er Jahre. Der Sockel ist aus Bakelit. Jetzt ist hier nochmal sehr schön die Durchführung im oberen Teil zu sehen. Also falls irgendjemand eine schlaue Idee hat, was diese Röhre für eine Bedeutung hat, ich bin offen für Vorschläge. Und wenn es interessant ist, gibt es gerne noch ein weiteres Video zu dieser Röhre. So, machen wir jetzt mal weiter mit dem zweiten Teil, nämlich wie erkenne ich bei einer Röhre die Stiftbelegung. Die Röhre hat keine Bezeichnung. Was macht man damit? Es gibt eine einfache Möglichkeit zu testen bei einer Triode, wie die Stiftbelegung aussieht und wie die Röhre beschaltet ist. So, kommen wir als letztes mal zur Feststellung der Pinbelegung meiner unbekannten Röhre. So ganz unbekannt ist sie natürlich nicht, weil sie hat eine Inventarnummer. Aber nehmen wir mal an, sie ist unbekannt. Es handelt sich um eine 5-polige Europaröhre. Und die erste Amtshandlung ist jetzt, ich muss herausfinden, wo sind die Pins für die Heizung und welchen Heizstrom bzw. Heizspannung benötige ich. Dafür ist es zweckmäßig, oder anders ausgedrückt, ich mache es jetzt hier mit Neuberger, aber theoretisch reicht eine Konstantspannungsquelle und ein Ampermeter. Ein Röhrenprüfgerät wäre natürlich von Vorteil, aber es ist nicht nötig, um diese Prüfung durchzuführen. Die erste Amtshandlung ist jetzt, dass ich in die Heizleistung ein Ampermeter einschalte. Und zwar im 10 Ampere Bereich als Wechselstrom, weil die Heizung im Neuberger ist mit Wechselstrom. Ich nehme als Kontrollleuchte die Heizungskontrolle des Neubergers. Wichtig ist, bevor ich einschalte, alle Kontrollen sind auf 0, weil mit diesen Prüfungen ist schon mehr als eine Röhre in den IOL geschickt worden, unfreiwillig. Fließt kein Strom, weil es gibt noch keine Heizung. Um jetzt die Position zu finden,
Tatütata. Und wird es fertig. Das nervt. Schalte ich jetzt den ersten Pin der Heizung ein. Übrig bleiben jetzt noch die Pins 2 bis 5, die ich jetzt der Reihe nach durchprüfe. Kein Ausschlag. Pin 3 Ausschlag. Pin 4 ist keiner. Pin 5 auch nicht. Also ist die Heizung auf Pin 1 und Pin 3. Wenn ich jetzt eine Röhre hätte, die einen Mittelabgriff der Heizfadung, des Heizfadens hat, hätte ich natürlich als Ausschlag auf mehreren Pins und müsste jetzt mit dem Ohmmeter prüfen, welcher Pin entspricht dem Ende der Heizung. In diesem Fall gibt es halt natürlich nur einen und die Frage ist geklärt. Jetzt ist die nächste Frage, welche Heizspannung bzw. Heizstrom. Hier ist es wichtig, langsam bei unbekannten Röhren langsam von Null aufzugehen, um zu verhindern, dass die Röhre überheizt wird. Es wurde schon mehr als eine Röhre in den IOL geschickt aufgrund schlagartiger Überheizung, Stichwort RIN 501, 511 oder 611, beziehungsweise den diversen Batterieröhren. Die besagte RIN 501 ist eine sogenannte Kurzfadenröhre, die nur mit einem Volt geheizt wird. Die direkt geheizten Röhren haben typischerweise einen Heizstrom von 200 bis ungefähr 500 mA. Und indirekte Röhren meistens so um 800 mA bis so ungefähr 1,2 Ampere. Leistungsröhren für den F-Bereich haben gar noch mal 1,5 bis 2 Ampere, aber das ist eher seltener. So, jetzt gehen wir hier auf den 0,7 Volt Bereich und schalten auf den K-Modus, also für Kathodenprüfung, weil jetzt die Heizung eingeschaltet wird in der Röhre. Und ich sehe, es fließt ein Strom, nämlich ungefähr 300 mA, ein bisschen mehr. Und das signalisiert schon bei 0,7 Volt, dass die Röhre wohl indirekt geheizt ist, weil bei einer direkt geheizten Röhre wäre jetzt bei 0,7 Volt wahrscheinlich der Bereich so ungefähr 100 mA. So 100, 120 mA oder noch weniger. Ich gehe jetzt langsam die Stufe höher auf 1,2 Volt. Der Heizstrom ist schon über ein halbes Ampere, das heißt, die Röhre ist indirekt und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es eine 4 Volt Variante und ich kann mir es jetzt zutrauen, relativ zügig auf 4 Volt hochzuschalten und ich sehe, der Strom stabilisiert sich auf knapp über einem Ampere, was typisch ist für 4 Volt Röhren. Die indirekten 4-Volt-Röhren der damaligen Zeit hatten eine typische Heizspannung von 1 bis 1,2 Ampere ungefähr. Und somit habe ich meine Heizspannung und meinen Heizstrom. Das Amperemeter entnehme ich jetzt mal aus der Heizung und schalte es zurück in die Anode. Gehe dafür natürlich wieder auf den Milliampere-Bereich. Ja, ich stecke um, nerv. Und vor allem, ich gehe auf den Gleichspannungsbereich, Gleichstrombereich, weil natürlich der Anodenstrom wird Gleichstrom sein. So, weiterhin brauche ich jetzt natürlich für die weitere Prüfung eine Anodenspannung. Und vor allem, ich erkläre noch mal kurz, was ich jetzt mache. Ich habe hier bei der Röhre meine Heizung und meine Kathode. Bei direkt geheizten Röhren natürlich keine Kathode, da fungiert die Heizung als Kathode, aber das Prinzip ist dasselbe. Ich habe mein Steuergitter und ich habe meine Anode. Wenn ich jetzt das Steuergitter ohne Beschaltung betreibe, hängt es in der Luft. Es wird von der Kathode angeföhnt mit Elektronen und lädt sich damit negativ auf. Da die Ladung nirgendwo abfließen kann, weil das Steuergitter unbeschaltet ist, wirkt es somit negativ und somit bremst es den Strom zur Anode. Das heißt, wenn ich jetzt das Steuergitter als Anode beschalte, nimmt es den kompletten Strom auf, während die wirkliche Anode jetzt nur einen gebremsten Strom aufnehmen kann, weil halt durch das Steuergitter bereits eine Steuerwirkung erzielt wird. Und da das Steuergitter nicht konzipiert ist, einen hohen Strom zu liefern,
muss jetzt der Neuberger so konfiguriert werden, dass ein Schutzwiderstand in die Anode eingeschaltet wird. Dafür gibt es einen speziellen Messmodus, nämlich den D-Modus. Der erlaubt es mir, den, das sieht besser aus. Der erlaubt es mir, mehrere Schutzwiderstände einzuschalten. Ich wähle den 10 Kilo Ohm Widerstand und beschalte den Rest des Neubergers als regulären statischen Röhrentest. Das interne Ampermeter des Neubergers beschalte ich mit 300 mA. Das ist ähnlich für die Vitrine, weil das digitale Ampermeter eingeschliffen ist. Jetzt brauche ich eine Anodenspannung. Ich nehme 200 Volt. Und suche jetzt erstmal die Kathode. Wie gesagt, es ist eine indirekt geheizte Röhre. Das heißt, es bleibt noch auf Pin Nummer 2, 4 oder 5. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Pin 2 als Kathode. Und wähle jetzt Pin Nummer 4, der nächste freie, als Anode. Und ich sehe am Ampermeter, es passiert nichts. Es passiert auch deshalb nichts, weil ich noch nicht umgeschaltet habe auf den Röhrenprüfmodus. Weil jetzt ist die Anode konnektiert. Aber es ändert nichts an der Tatsache, es passiert nichts. Auch auf Pin 5 passiert nichts. Das heißt wohl, dass Pin Nummer 2 nicht die Kathode ist. Das heißt, ich schalte jetzt hier auf den nächsten freien Pin, in diesem Fall Pin Nummer 4. Wiederhole das Spiel mit der Anode als Pin 1. Passiert auch nichts. Pin 5. Passiert auch nichts. Also muss jetzt die Kathode Pin Nummer 5 sein, weil es ist der letzte freie Pin. Wenn ich jetzt Pin Nummer 2 als Anode konnektiere, habe ich einen Stromfluss, nämlich 4,6 mA. Wenn ich jetzt Pin Nummer 4 auswähle, habe ich auch einen Stromfluss, nämlich 1,9 mA. Bin aber noch auf Wechselspannung und auf Gleichspannung gehen. Sieht das Ganze besser aus. Nämlich 17 mA auf Pin Nummer 4. Und 3,6 mA auf Pin Nummer 2. Was habe ich gerade gesagt? Wenn ich das Steuergitter beschalte ohne Beschaltung, bremst es und die Anode wird mit weniger Strom beliefert. Und das Steuergitter, wenn es als Anode beschaltet wird, liefert die volle Leistung. Nämlich, wenn ich noch auf 4 gehe, also den anderen Pin, habe ich 17 mA. Das ist jetzt das Steuergitter. Und Pin Nummer 2 ist die echte Anode, die natürlich durch das in der Luft hängende Steuergitter jetzt gebremst wird. Das kann ich jetzt dadurch verifizieren, indem ich jetzt Pin Nummer 2 belasse, wo er ist, also als richtige Anode. Und auf Pin Nummer 4 jetzt das Steuergitter hinzufüge. Und siehe da, der Anodenstrom ändert sich auf fast 8 mA. Das Steuergitter ist jetzt mit 0 Volt beschaltet. Wenn ich jetzt eine negative Spannung anlege, ändert sich der Anodenstrom auf 3,3 mA. Es sind jetzt minus 3,5 Volt. Und wenn ich die moduliere, also sprich ändere, ändert sich auch mein Anodenstrom. Sprich, ich habe die Pinbelegung der Röhre gefunden. Pin Nummer 2 ist die echte Anode und Pin Nummer 4 ist das Steuergitter. Pin Nummer 5 ist die Kathode. So, welcher Röhrentyp ist es? Ich habe jetzt die 3,5 Volt nicht ganz zufällig gewählt.
Und zwar die meisten Trioden in dieser Bauform sind Varianten der RAN 904. Und die RAN 904 hat als Prüftest 6 mA bei 200 Volt Anodenspannung und minus 3,5 Volt Gitterspannung. Das heißt, wenn ich die 3,5 Volt sauber einstelle und die 200 Volt Anodenspannung sauber einstelle, habe ich einen Strom von 3,6 mA und die Röhre ist nicht mehr neu. Also sie wird dann wahrscheinlich irgendwas in Richtung RAN 905 sein, eventuell RAN 1004 oder RAN 1104. Vielleicht auch der Vorgänger 804, aber wie gesagt, es ist ungefähr in dem Bereich. Das war ein ganz typischer Wert für die Trioden der damaligen Zeit. Die RAN 904 ist eine Vorverstärker-Triode. Und man sieht, auf dieser Methode kann ich relativ schnell, und ich habe gerade Blödsinn erzählt, ich habe natürlich noch den Vorwiderstand eingeschliffen, den ich ja vorhin großmundig vorgestellt habe als Schutz. Der muss natürlich jetzt raus und die Röhre muss im V-Modus betrieben werden, dass ich jetzt einen normalen Röhrentest mache. Und es sieht das Ganze anders aus. Ich habe jetzt 6 mA Anodenstrom. Und es ist damit wahrscheinlich eine RAN 904. Wie gesagt, der Strom ist modulierbar. Und die Prüfung auf 0 Volt Gitterspannung ist knapp 14 mA. Trotz des kleinen Versprechers am Schluss, danke fürs Zuschauen und bis bald.